Willkommen darf ich jetzt Renato Strassmann. Renato Strassmann ist in der Schweiz aufgewachsen, gelernter Drogist und beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, mit den Kräutern und auch mit der Mystik in der Natur. Ein weiteres spannendes Thema, ein weiterer spannender Aspekt in dieser Veranstaltung, die Schatten des Sterbens im Lichte der Erotik. Herzlich willkommen, Renato Strassmann. Etwas ungewohnt da mit so einem Knebel in der Hand. Und wie Thomas schon angekündigt hat, ich bin auch Schweizer. Mit Kurt zusammen vertreten wir hier das kleine Schweizer Land. Hört man mich überhaupt da oben an? Ja, wunderbar, okay. Sterben, die Schatten des Sterbens im Lichte der Erotik. Wie konnte ich so blöd sein, mich auf so ein Thema einzulassen, halb genötigt vom Tourcenter und heute in der Früh aufstehend mit dem Gedanken, na, das packst nicht. Das geht einfach nicht. Mein gewohntes Umfeld, in dem ich mich bewege und in dem ich mich sehr vertraut bewege, vor allem so in der Publizität oder Öffentlichkeit, ist das Feld ähnlich wie Wolf-Dieter oder Christian, die Kräuter, die Welt der Kräuter, etwas anders oder unterschiedlich in anderer Art und Weise, aber doch auch immer in der Begegnung und der Berührung der Sinnlichkeit, der Schönheit der Kräuterwelt und was sie so erzählen zu haben. Bin dann gegen eins hier angekommen und hin und her, was mache ich da? Bin ich da wirklich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort mit diesem Thema, mit dem ich allenfalls im vertrauten Freundeskreis das eine oder andere schon geschildert habe, so meine ganz persönlichen Erfahrungen, Begegnungen, Erlebnisse und auch eine kleine Art von Schwellendasein über jetzt bald 4 Stunden hinweg und jetzt ist es soweit, ich stehe da und habe mich auf das Thema einzulassen. Mit dem Hintergrund mal, um was geht es aus meinem Blickwinkel betrachtet im Bezug Schattenwelt, Schattenreiche, Schattenwelten überhaupt. Und wo ist da die Erotik zu Hause? Was haben die miteinander überhaupt zu tun? Was hat Sterben, Loslassen mit Erotik zu tun? Nun, ein für mich ganz wesentlicher Ansatz und ich möchte darauf hinweisen, ich benutze ganz bewusst jetzt für diesmal in erster Linie die Ich-Form, ansonsten pflege ich eher so die sächliche Form bis hin zur Wir-Form zu pflegen. Jedoch denke ich mir, habe ich das Gefühl, es ist ganz gut, wenn ich einfach von mir aus meinem Blickwinkel, aus meinen Betrachtungen erzähle, wo und wie, in welcher Weise mich diese Thematik in der Tiefe berührt und bewegt, aber auch schon des Öfteren berührt und bewegt hat. Nun, wir alle sind, die einen früher, die anderen etwas später, zur Welt gekommen, hier in dieses Leben eingetreten. Wir haben nichts angehabt, wir sind nackt eingetreten, haben den Weg in dieses Leben hinein unter die Füße genommen. Nach und nach sind Formen, Moralsätze, Dogmen, Fingerzeige, Hinweise, das darfst nicht, so sollst dich verhalten, in dieser Weise hast du umzugehen und so ist's okay und so ist nicht okay mitgekriegt. Wie wir zur Welt gekommen sind, mindestens so wie ich mich per heute erinnern mag, habe ich noch nichts gewusst von Hemmungen, von Schamgefühle, von irgendwelchen Zurückhaltungen, sondern ich war einfach mal da und habe gedacht, es geht jetzt um Dasein und ich habe Hunger, habe das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach Wärme, nach Zuwendung und nach einfach akzeptiert werden, respektiert werden. Auch das mal vorerst überhaupt nicht im Bewusstsein klar so für mich im Verstand wahrgenommen. Nach und nach im Laufe der Jahre
entwickeln sich durch familiäre Umfelder, soziale Umfelder, durch die Gegebenheiten mit Menschen, mit denen ich in Berührung komme, durch Titulierungen, die ich mir selber aneigne, aber auch die ich irgendwo von irgendwem zugewiesen kriege, in die Not, diesen verschiedenen Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden. Nun, für mich ist so, dass ich mir selber diese Erwartungen immer neu schaffe. Und diese Erwartungen führen dazu, dass ich irgendwas gerecht werden will in Augenblicken, die möglicherweise dann letztendlich mich in eine innere Not führen. Genau das ist im Grunde genommen heute mir 1:1 begegnet. Ich stehe da draußen und überlege mir, naja, ich habe das Handy mit dabei, ich kann Thomas anrufen, das gute Recht, Thomas, du, ich pack's nicht, schau, dass der Hafenspieler vorher da ist und einen schönen Abschluss nach dem feinen Referat, Vortrag von Claudia gestaltet, also dass ich jetzt da noch was obendrauf bringe, das eh fehl am Platz sein könnte. Immer von meinem Blickwinkel. Ein kleiner Tod, ein kleines Sterben. Ich bin, komme an eine Schwelle in mir, wo es darum geht, diesen Schatten der Angst, meiner ganz persönlichen Angst, etwas, eine Anforderung in mir gerecht werden wollen müssen. Ich schaffe mir Bilder in meiner Tiefe, die im Grunde genommen nur mit mir zu tun haben und nichts mit dem Vortrag. Nichts mit dem Inhalt vom Vortrag, sondern einfach mit mir als Mensch, der da unterwegs ist in einem Leben draußen, das oftmals raue Winde wehen lässt und dann aber wieder sanfte, feine, schöne Winde kommen lässt. Ich stehe da draußen, habe das Handy eingestellt und merke, naja, so geht das nicht ganz. Im Grunde genommen geht es um meine Ängste und jetzt kannst du es packen und kannst hinstehen und kannst einfach das, was du da eingebrockt hast, von Schattenwelt und Erotik selber mal vorgängig durchwandern. Einmal mehr im Leben. Ich bin überzeugt, jedes von uns hier drinnen kennt solche Situationen in einem größeren oder kleinen Rahmen. Sei es zu Hause in der Familie, sei es irgendwo im Berufsalltag, sei es in einer Begegnung mit Freunden oder neuen Menschen, die wir noch nie kennengelernt haben. Wir kommen nackt zur Welt. Wir haben noch keine Erwartungen zu erfüllen, außer die Erwartungen, die die Eltern uns schon möglicherweise bei der Zeugung mit auf den Weg gegeben haben. Familienplanung, ein wunderschönes Beispiel, wie oft da schon Erwartungen geschaffen werden, die im Grunde genommen irrelevant sind, was das Kind dann damit macht. Wir gehen den Weg und kommen irgendwann in irgendeinem Moment an eine Schwelle, wo es gilt, sich dessen bewusst zu werden, was habe ich alles für Hemmungen, Schamgefühle und was habe ich alles an Sinnlichem nicht gelebt oder Träume, Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen, die ich im Grunde genommen in dieses Leben hinein mitgebracht habe, aber irgendwo nicht erfüllen konnte oder möglicherweise auch so diesen ganzen Aspekt, was will ich in diesem Leben? Ich begegne an dieser Schwelle einem kurzen Augenblick lang mit der Frage, wo bin ich jetzt angekommen, was mache ich jetzt damit und wozu habe ich das getan, so dass ich jetzt hier bin. Es kommt der Moment bei jedem von uns irgendwann, irgendwo, wo wir genauso nackt da liegen, sitzen, stehen und die Frage auftaucht aus irgendeinem Winkel unseres Seins, was sind meine Werke, die ich getan habe? Was sind meine unerfüllten Träume, Wünsche, die ich gern erfüllt hätte? Und wo beginnen diese Spannungen des Getanen und des noch nicht Getanen, mich an einem Schritt festzuhalten, den es gilt, einfach
tun können, geschehen lassen können. Hier beginnt so der Moment des Zurückschauens und wieder nach vorne schauen, und vorne ist einfach nichts. Ich weiß nicht, was vorne kommt. Das weiß niemand letztendlich, wirklich in einer klaren Aussage, bestimmten Aussage sagen zu können, na, dorthin geht's dann. Das wissen wir nicht. Wir haben wohl Konzepte, Ideen, Möglichkeiten, Angebote aus den unterschiedlichsten Ecken dieser Welt, aus den unterschiedlichsten Epochen und Kulturen, aber letztendlich eine wirklich schlüssige Antwort auf das, was nach dem Übergang über diese Schwelle der Angst, der Freude aber auch und der verpassten Situationen, des noch Unerledigten und des all dem des Erledigten, egal was das war, was da kommt, wissen wir nicht. Hier beginnt der Moment, wo wir entweder völlig auf uns zurückgeworfen sind, und da gibt's nichts, wirklich nichts, das irgendwie auch nur im Leisesten uns an dieses Leben erinnern lässt, im Sinne von, es hilft uns, den letzten Schritt zu tun. Wir sind allein in uns angekommen, in einem kurzen Moment, der kann ein Augenblick sein, der entscheidend ist, ob ich diesen Schritt machen kann, du oder nicht will. Ich mag an dieser Stelle zwei, drei Begegnungen einfach so schildern im Sinne von Erlebnisse. Die einen, das eine ist sehr persönlich, das andere ist weniger persönlich, mehr im Sinne einer Begegnung mit einem Menschen. Und das dritte ist erst ganz kürzlich auf uns zugekommen, im Sinne auch einer Geschichte eines anderen Menschen, mit dem ich versuchen möchte, so diese Diskrepanz zwischen Schattenwelt und Erotik, was haben die miteinander zu tun, ein wenig aufzuzeichnen. Vor einigen Jahren, wie ich noch in der Schweiz lebte, ist Sonntagabend, wir sitzen in der Küche zusammen beim Abendessen, ruft mich eine Frau an und fragt, ob ich derjenige bin, von dem sie schon gehört hätte, dass ich so Kräuterseminare und so solche Geschichten mache. Ich sage, ja, das bin ich. Um was geht's? Sie fragt mich, ob es möglich sei, dass ich ihren Mann im Spital besuchen könnte. Warum? Um was geht's denn? Sie erzählt mir die Geschichte. Die Geschichte ist ganz kurz zusammengefasst. Es war unser Hausarzt, ein guter Berggänger und Schneeschuhläufer, ist von einer Lawine überrollt worden und sein Stammhirn wurde dabei zerschmettert. Das heißt oder bedeutet dann, er liegt im Spital in der Notfallabteilung, kann nichts mehr tun, außer allenfalls warten darauf, ob er nochmals erwacht oder ob er stirbt. Als Nichtangehöriger hat die Frau dann es ermöglicht, nach meiner Zusage, dass ich ins Spital, ins Krankenhaus gehen kann, habe die Frage gestellt, was sie erwartet oder was sie sich wünscht oder um was es geht. Sie sagt einfach, ja, schaut doch einfach mal zu meinem Mann. Ja gut, okay, bin da, stehe dem Mann gegenüber, er liegt im Bett, reglos, kein Anzeichen von irgendeiner äußeren Wahrnehmungsfähigkeit, sei es sinnlicher Art, sei es körperlicher, physischer Art, es gibt keine Reaktion. Ich spreche ihn an mit dem Namen und bin genauso hilflos dieser Situation ausgeliefert, im Sinne von, da liegt ein Mensch, mit dem ich wohl Kontakt gehabt habe, im Sinne von dem Hausarzt, aber ansonsten genauso hilflos, ich kann, weiß nicht, was ich da jetzt soll und tun, machen soll. Spreche ihn an und so in dieser Not, der eigenen inneren Not, denke ich mir, naja, er hört mich,
möglicherweise in einer anderen Art und Weise. Er spürt mich, mein Dasein, so wie ich mich in mir fühle. Er nimmt meine Unsicherheit genauso wahr. Er nimmt meine Fragestellung genauso wahr. Was kann ich für dich tun? Was wünschst du dir jetzt in dieser Situation, in diesem Sein? So in dieser inneren Fragestellung, wie auch nach außen ihn ansprechend, taucht ganz langsam so ein Gefühl hoch von, ich kann ihm was erzählen, eine Geschichte erzählen. Magst du Musik, Klänge, Töne? Und irgendwo hat's dort dann wie eingehakt im Umfeld der Klänge, der Töne. Ich habe so meine drei Klangkugeln mit dabei gehabt und habe mit ihnen einfach mal gespielt und irgendwann mit der Stimme ein wenig getönt, hilflos, zitternd. Die Pflegerinnen sind hin und her gegangen draußen. Ich sitze da am Bett von diesem Mann und tön vor mich hin mit den Klangkugeln in der Hand und merk, wie selbst die Pflegerinnen, die Pfleger einen kurzen Moment einfach stehen bleiben, hineinhorchen. Die eine hebt den Vorhang von diesem abgetrennten Teil, schaut mich an, schaut den Mann an und hat ein Lächeln im Gesicht. Mich irritiert dieses Lächeln, weil ich es nicht ganz richtig verstehe. Lacht sie mich aus quasi oder was ist da vorhanden? Sie geht wieder und wir bleiben weiterhin für einen Moment so sitzen und wie ich aufhöre mit den Klangkugeln zu spielen und die Stimme wieder verklingen lasse, schaue ich dem Mann ins Gesicht und was sehe ich in seinem Gesicht? Tränen auf der linken und rechten Seite runterrinnen. Ganz einfach, schlichte Tränen. Dieser Mann liegt nackt da. Er kann nichts tun. Er kann sich nicht bewegen. Keine Chance, auch nur die leiseste körperliche Reaktion zu zeigen. Aber er ist berührt. Er ist bewegt. Es ist was angekommen. Wir sind miteinander für einen Moment in Resonanz gekommen. Ich spreche ihn an und frage ihn, im Sinne von, ob er Musik so weiterhin wünscht. Ein Gefühl, und ich kann es nur so beschreiben, es ist ein Gefühl, eine innere Zwiesprache, die mit Fühlen zu tun gehabt hat. Ein Gefühl, dieses Gefühl bejaht diese Frage und ich gehe nach Hause, verabschiede mich vom Mann und ich gehe nach Hause, rufe der Frau an und sage ihr, sie soll doch ihm einfach einen CD-Player mitbringen, die Kinder mit den Kindern auf dem Besuch, wenn sie ihn besuchen geht, Lieder singen, die er mag und so mit ihm verweilen. Sie ist dann am Tag darauf wieder auf Besuch gegangen, hat mich nachher nach dem Besuch angerufen und hat sich einfach mal bedankt und hat zu mir in diesem Dank gesagt, hören Sie, ich glaube, das ist das schönste Geschenk, das Sie mir auf diesem Weg, den wir jetzt zu gehen haben mit unserem Mann, geben konnten, uns dahin zu bewegen, mit ihm einfach singen. Denn in dem Moment, wo die Kinder und ich ein Lied miteinander gesungen haben, habe ich gespürt, wie er uns hört und wie er Freude empfindet. Und so kann er in dieser Freude auch gehen. Das sind die Möglichkeiten des Begleitens über diese Schwelle hinweg. Diejenigen, die zurückbleiben in solchen Momenten, haben genauso diese Schwellen zu überschreiten, die Schwellen der eigenen Scham, der eigenen Hilflosigkeit, der eigenen Not im Moment des Schmerzes, der Trauer, aber möglicherweise auch der Wut. Wie oft gibt's Situationen, ein Mensch liegt im Sterben, verabschiedet sich aus dieser Welt, er selber befindet sich auf der Schwelle des Übergangs, noch nicht ganz hinübergegleitet,
noch irgendwo zurückblickend, was habe ich alles getan, was wollte ich alles tun, was sind meine Träume gewesen, die ich nicht mehr erfüllen kann oder die mir nicht mehr erfüllt werden, wie viele Träume habe ich mir geschaffen, die nicht nötig gewesen wären, wie viel Zorn lasse ich zurück, wie viel Streit habe ich befriedet und wie viel Unausgesprochenes nehme ich noch mit. All diese Fragen, all diese Ängste, all diese Sorgen, aber auch all die Freuden, die da mit dabei sind, sind in diesem Moment in einer Präsenz, wie wir sie so im Alltag kaum je bewusst erfahren. Sie sind da. Nun, diesem Menschen, der da am Sterben liegt, ist genauso die Möglichkeit offen, jene, die ihn begleiten, sei es in, vor allem auch Menschen, die im Zorn noch zurückbleiben, Unausgesprochenes in sich tragen, ihm die Hilfe zu stellen, den Schritt zu wagen, loslassen können, diesem Menschen einfach sagen, du, es war okay, ich bin zwar nach wie vor nicht mit allem einverstanden, was du hinterlässt, aber es ist okay, so wie du warst. Ich konnte nicht anders, du konntest nicht anders. Dieses Loslassen des Verzeihens, Vergebens ist einer der wesentlichsten Momente im Überschreiten dieser Schwelle aus dieser Welt in die andere Welt. Was hat das alles mit der Erotik zu tun? Menschen, die im Sterben liegen, sind nur mehr in einer sinnlichen Wahrnehmung in sich unterwegs. Wenn ich da oder wenn wir, ich da, unseren eigenen Hemmungen begegnen, in diese Sinnlichkeit mit einzutreten und mit ihnen zu gehen, soweit es für uns wichtig ist, respektive auch soweit es für den gehenden Menschen wichtig ist, begegnen wir unseren eigenen erotischen Ängsten. Damit dieser Begriff Erotik, so wie ich ihn verstehe und wahrnehme, erlebe und fühle, klar dasteht, auch hier, das können unterschiedliche Verständnisse sein zu diesem Begriff. Für mich bedeutet Erotik einfach ein Gefühl, eine Kraft, eine Urkraft, in der alles zusammenfließt, aus der aber auch alles sich entfaltet. Die Kraft, die zum Leben ruft, die Kraft, die Qualität, die zum Sterben einlädt. Erotik ist nicht einfach nur ein Begriff, der irgendwie für mich etwas umschreibt. Selbst das, was wir vorhin von Christian gesehen haben, bedeutet für mich genauso eine Facette der Erotik, denn durch diese Kraft können solche Qualitäten, solche Möglichkeiten zum Ausdruck gebracht werden. Wenn wir eine Pflanze berühren, sind wir in einer sinnlichen Welt angekommen und diese sinnliche Welt ist immer mit Erotik verbunden. Wenn wir einen Menschen berühren, sei es verbal, sei es wirklich physisch berühren, sei es auch durch einfach Sehen, egal, sind wir mit der Erotik in Berührung. Je mehr wir uns in Distanz bringen, mit welchen Mitteln auch immer, je mehr wir uns schützen, abgrenzen, desto weniger sind wir mit dem Fluss des Lebens und natürlich auch der Folge der Notwendigkeit im Sinne des Wortes Notwende der Erotik losgekoppelt. Die Schönheit des Lebens, die Freude im Leben, aber auch die düsteren Momente, die dunklen Momente, die höllischen Momente des Lebens haben immer im Grund was mit der Erotik zu tun. Der Moment des Eintretens, des sich Verabschiedens aus dieser Welt in die andere Welt, mal so bildlich gesprochen, ist ein Akt der Erotik. Diese Berührungsmomente zwischen Sterben, Schattenreiche und Erotik, dieses Thema oder diese Inhalte sind oft schon skizziert worden, werden immer wieder skizziert
Mir persönlich begegnet diese Welt der Erotik in einer Art und Weise in der Begegnung in Schattenmomenten am tiefsten und eindrücklichsten, wenn ich es schaffe, über die eigenen Ängste hinwegzugehen, ohne sie zu verneinen. Es gibt immer wieder so Momente, so Augenblicke, wo es darum geht, sich seiner eigenen Schamlosigkeit bewusst zu werden und nicht der Scham. Schamlos einfach sich sein. Dem Tod ist es egal, ob ich es war oder nicht war. Er fragt nicht, ob ich schamlos war oder mich geschämt habe. Dem Sterben ist es wurscht, ob ich voller Hemmungen durchs Leben gewandert bin oder im Laufe des Lebens mich darin geübt habe, Schritt für Schritt, Hemmung für Hemmung abzulegen. Dem Sterben ist es egal, ob ich in diesem Leben in die sinnliche Berührung zum Du, sei das der Mensch, sei das die Natur, sei das das Tier, der Stein, die Stimme, der Klang, gegangen bin oder nicht. Wir haben immer die Möglichkeit, in jedem Augenblick, diese kurzen Momente dieser Entscheidung bewusster werden zu lassen und diese Entscheidung in uns immer mehr erwachen lassen. Will ich in Berührung gehen? Kann ich in Berührung gehen? Begegne ich der Schönheit, die ich selber für mich formuliere, was für mich Schönheit bedeutet? Das mag für wen anderen was ganz anderes sein und das ist absolut in Ordnung. Ich habe kein Recht, irgendwem in irgendeiner Art und Weise aufzudoktrieren, was schön sein zu hat. Ob jetzt für den einen eine Rose schön ist und das andere sagt, na bitte, aber diese Rose stinkt und furchtbare Blüte und furchtbare Pflanze, nur lauter Dornen. Na ja gut, okay. Das eine, das Rosen nicht liebt, mag möglicherweise eine Vanille und ich kann sagen, naja, die erschlägt mich ja mit ihrem Duft, was soll ich damit anfangen? Nun kann ich die Frage stellen, Vanille, wunderschöne erotische Blüte und so können wir Fäden spinnen. Jedem gilt es immer wieder, sich seiner Erotik bewusst zu werden und damit seinen eigenen Schattenwelten in sich zu begegnen, denn letztendlich diese urige Tiefe in allen schlummernde Kraft der Erotik birgt auch jegliche Facette der Schattenwelten, aber auch jegliche Facetten der Wünsche, Träume, die genährt werden, ohne dass wir es merken, mindestens mal vorerst bewusst nicht merken. Eine andere Begegnung, ganz vor ein paar wenigen Tagen. Wir sitzen in einer Küche, mehr oder weniger Küche zusammen und ich plump, wie ich manchmal bin, bin vielleicht manchmal zu schamlos, mach nichts, frage ich, bist du krank? Also warum bist du früh pensioniert worden? Was ist der Grund? Naja, ich war krank. Das heißt, irgendeine Lungengeschichte oder Magen-Darm-Geschichte und die Schulmedizin hat da irgendwas verpfuscht und er musste notfallmäßig ins Krankenhaus eingewiesen werden. Und zwar so nah am Tod, dass er mir dann mit erst stotternden Worten und dann immer fließender von seinem sogenannten Nahtoderlebnis erzählte. Und diese Geschichte hat mich tief beeindruckt, insofern, als dass ganz viele Inhalte, die er da in diesem Erleben erlebt hat, mir auf andere Art und Weise sehr, sehr vertraut sind, in einem anderen Kontext, auf den ich noch zu sprechen komme. Er erzählt, weißt, ich habe gemerkt, wie ich an diesem Leben hänge, wie ich dieses Leben liebe, wie ich es nicht loslassen mag, wie ich all das, was ich mir erwünscht habe, einfach nicht freigeben mag. Erst habe ich begonnen, da in einem streng katholischen Umfeld
aufgewachsen ist und auch drin eingebettet ist, ein ganz, ganz einfacher Mensch in seiner Denkweise, in seiner Handlungsweise. Aber sowas von Herzensgüte und Herzlichkeit, sagt er mir. Weißt du, erst habe ich begonnen, zum lieben Gott zu beten. Okay, dann hat das hat nichts genutzt, da war kein lieber Gott. Ich habe ihn nirgends angetroffen. Nichts, einfach nichts. Keine Antwort, kein Echo, nichts. Ja. Dann habe ich zu Maria gebetet. Keine Maria da, keine Madonna, kein blauer Mantel, keine Sterne, kein Mond. Einfach nichts. Und dann habe ich zu meinen Eltern, meiner Mutter gebetet. Sie gebeten, hilf mir, hilf mir. Keine Mutter ist da, kein Vater ist da. Geschwister, einfach niemand ist da. Und ich bin so weit gegangen in diesem Moment, dass ich selbst mit dem Teufel einen Pakt geschlossen habe. Ich will noch leben. Ich will noch nicht hinüber. Ich stehe, ich sehe mich, wie ich an der Schwelle, auf der Schwelle stehe. Da ist sowas, was wir schon des Öfteren erzählen haben gehört, dieses helle, einladende, wie auch immer, im Kontext zu der eigenen Tradition, in dem jedes aufgewachsen ist, einladende Wesenheiten oder einfach eine Qualität oder irgend im Kontext der eigenen Begrifflichkeit. Da steht diese Qualität, na, du gehst zurück. Und wie diese Qualität, diesen Auftrag, du hast noch nicht alles erledigt, was du zu erledigen hast, hier in diesem Leben, du gehst zurück, es ist noch nicht Zeit für dich. In diesem Moment spüre ich, wie ich wieder von der Decke und vom Raum in mich hineinkomme und ich nehme mich wohl bewusstlos wieder in meinem Körper wahr. Er sagt zu mir, weißt du, Renato, dieses Erleben hat mich so tief verändert und ganz viel aufgezeigt. Ich weiß, es gibt keinen Gott, es gibt keine Maria, es gibt keine Engel, es gibt einfach nichts. Ich weiß gleichzeitig auch, es gibt etwas, das ich aber nicht in Worte fassen kann, von dem ich keine Worte kenne. Wie wir uns verabschiedet haben, frage ich nochmals kurz nach, du, wenn wir uns wieder treffen, magst du mir noch ein wenig mehr davon erzählen? Er sagt zu mir, du, na, vielleicht, weiß nicht, weil ich steige mich so in dieses Erlebnis hinein, ich komme so wieder in diese Begegnung hinein, das schüttelt mich nur durch und ich weiß dann nicht, ob ich dann wirklich mit beiden Füßen wieder auf den Boden komme. Ich habe lange, lange Zeit gebraucht, damit ich wieder einigermaßen hier Fuß fassen konnte. Ist immer noch dabei. Vor drei Wochen, 3 Wochen.